Sie würden also auch sagen, es gibt eine böse Sonne, eine Sonne, die krank machen kann, ja, und es gibt eine gute Sonne, die gesund macht. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, die Dosis macht es hier. Im Übermaß gesehen ist das Sonnenlicht schädlich, in Maßen genossen ist es sehr gesund. Und wenn Sie jetzt mal, um bei der bösen Sonne zu bleiben, das wollen wir ja nicht ausblenden, sozusagen die böseste Seite der Sonne benennen müssten, was ist das Schlimmste, was einem die Sonne antun kann? Gut, also wie gesagt, das sichtbare Zeichen der übermäßigen UV-Exposition, wo ein deutlicher Schaden eingetreten ist, ist der Sonnenbrand. Und der kann eine Vielzahl von Folgekrankheiten dann auch zur Folge haben, vor allen Dingen Hautkrebsentstehung. Vielleicht zur guten Sonne, was uns natürlich etwas näher liegt. Wenn Sie mal aufzählen sollten, was die positiven Wirkungen der Sonne sind und wo Sie da sozusagen die höchste Priorität setzen wollen und was dann nur so unter ferner Liefe noch genannt werden sollte. Gut, die Sonne hat natürlich zahlreiche positive Effekte. Wir wissen ja alle, dass wir uns oft auch vom Wohlbefinden, von der Psyche her besser fühlen, wenn wir in der Sonne uns aufhalten. Daneben gibt es auch noch zahlreiche Überträgerstoffe, Botenstoffe des Körpers, wie zum Beispiel Endorphine oder Alpha-MSH, die gebildet werden durch UV-Exposition. Daneben ist es so, dass vor allen Dingen mein spezielles Forschungsgebiet, die Vitamin-D-Synthese in der Haut, ganz entscheidend durch UVB, vermittelt wird und dass ich hier auch die wichtigsten positiven Effekte des Sonnenlichts, was man zur Zeit weiß, ansiedeln würde, dass eine Vielzahl von anderen Erkrankungen durch einen Vitamin-D-Mangel begünstigt werden. Darunter zählen zum Beispiel Infektionserkrankungen, Krebserkrankungen, aber auch Autoimmunerkrankungen und möglicherweise psychiatrische Erkrankungen. Die Bezeichnung Vitamin D ist eigentlich eine Fehlbezeichnung, weil die Substanz im Körper auch gebildet werden kann und sie nicht von außen aufgenommen werden muss. Wenn Sie jetzt die wichtigsten Gesundheitswirkungen von Vitamin D und damit ja auch von Besonnung mal aufzählen, was wäre so das Wichtigste, was Vitamin D an Positivum vorzuweisen hat? Gut, wichtig ist natürlich relativ. Man muss sagen, dass das, was man am deutlichsten sichtbar hat, das ist natürlich die Auswirkung auf Knochen- und Kalziumstoffwechsel. Zum einen Osteoporose-Risiko, zum anderen die Rachitis. Auf der anderen Seite ist es wohl so, dass man die Auswirkungen auf die Krebserkrankungen wohl als ganz erheblich einschätzen muss, nach heutigem Kenntnisstand. Und alle Krebserkrankungen oder nur bestimmte? Nur bestimmte, wobei hier noch nicht der letzte Schluss getroffen wurde. Es gibt eine Liste inzwischen von etwa 20 Krebserkrankungen, deren Auftreten durch Vitamin-D-Mangel begünstigt wird. Hier ist von besonderer Wichtigkeit wohl auch das Kolon, Prostata und Brust. Krebsrisiko. Nochmal immer zur Rolle Solarium bei der Vitamin-D-Synthese. Wenn es richtig ist, und Sie haben ja eine Zahl erwähnt, wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung an Vitamin-D-Mangel leiden, wenn das epidemisch ist, sage ich jetzt mal, etwas dramatisch zugespitzt, wenn die Ernährung nur einen kleinen Teil ausmacht und wenn darüber hinaus die Sonne, die Natursonne, ja über weite Teile des Jahres nicht ausreicht, um die Vitamin-D-Synthese in der Haut anzustoßen. Ich glaube, das ist so, der sogenannte Vitamin-D-Winter, von dem wir sprechen, ist dann nicht einfach ein ganz logischer Schluss, dass man sagt, und hier haben wir die Möglichkeit einer kontrollierten, begrenzten, gesteuerten, rational gesteuerten Besonnung und können wohl dosiert Vitamin D auch garantieren, eine Vitamin D-Versorgung garantieren mit ganz einfachen Mitteln. Und warum wird das nicht laut gesagt, sage ich jetzt mal? Gut, das denke ich schon, dass das eine Möglichkeit wäre. Man muss natürlich nur dann sicherstellen, dass nicht eine übermäßige UV-Exposition dann stattfindet. Man muss auch sicherstellen, dass bestimmte Risikogruppen davon ausgenommen sind. Und man muss sicherstellen, dass wirklich, wie gesagt, wie einem bereits angesprochen, das Strahlenspektrum auch entsprechend ist. Sicher, nur bei einer kontrollierten, vernünftigen Besonnung deutlich unterhalb des MED
Ja. Kommt es ja auch nicht zu Schäden, die Leuten mit ausreichend Vitamin-D-Versorgung irgendwas antun könnten. Nein. Also das Risiko ist auf der einen Seite gering, aber der Nutzen scheint doch außerordentlich groß zu sein. Also gegen eine maßvolle UV-Exposition, Dosis von einer Drittel MED, beispielsweise dreimal die Woche, wie von Herrn Hollig, für 20% der Körperoberfläche vorgesehen, da hätte ich keine Einwände dagegen. Und das würde auch ausreichen, um die Vitamin-D-Versorgung jetzt mal im Schnitt der Vitamin-D-Unterversorgten zu garantieren? Das müsste nach heutiger Datenlage ausreichen, um die ausreichende Vitamin-D-Versorgung sicherzustellen. Aber Sie sehen eine Chance. Also das ist sowas wie ein Paradigmenwechsel, nicht nur in der wissenschaftlichen Diskussion hier ergibt, sondern auch im Bewusstsein der vor Ort praktizierenden Dermatologen, die einfach reflexartig gelernt haben, Sonnenstudio IGIT, ja, das ist ja ein Reflex, dass dieser Reflex sich langsam auflöst und man wieder ins Gespräch kommt. Ja, das denke ich auf jeden Fall. Wie gesagt, es hängt sicherlich auch viel davon ab, wie hier die Weiterentwicklung in den nächsten Jahren sein wird. Ich denke, hier gibt es schon sehr positive Entwicklungen, gerade die Zertifizierung der Sonnenstudios, rechtlichen Grundlagen, die da in der Zukunft kommen werden. Da muss man sicherlich noch abwarten, wie sich das alles entwickelt, aber ich denke, es gibt doch ein großes Interesse von verschiedensten Gruppen, die hier involviert sind, das Ganze zu einem guten Voranschreiten zu bringen. Dann hoffen wir auf einen lebhaften, aber vielleicht am Ende auch positiven Dialog mit den Dermatologen und Ihnen auf jeden Fall ganz herzlichen Dank, dass Sie Ihre Zeit geopfert haben. Wir wünschen Ihnen viele interessante Ergebnisse, die dann uns vielleicht auch in der Diskussion ein Stück weiterhilft, was nicht Ihr Zweck ist, aber ich sage es trotzdem. Nochmal vielen Dank, dass Sie dabei waren. Danke für das Gespräch. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Herr Bergmann.